Also Demokratie, wie sie im Grundgesetz angelegt ist, lebt vom Wettstreit der Ideen und lebt von der Zusammenarbeit. Und der Wettstreit der Ideen, der braucht um das Ringen um die beste Lösung, um konkrete Alternativen. Und das grenzt ihn auch vom Populismus ab, dass man eben überprüfbare Argumente hat mit überprüfbaren Fakten und dass man dann konkret sagt, wo können wir besser werden, was zählt eigentlich, welche Idee kann sich am Ende durchsetzen. Und am besten geht das natürlich beim Haushalt, wo man mit konkreten Zahlen, mit konkreten Fakten auch dann überzeugen kann.